Ja, es ist auch natürlich, wenn jemand ein Typ ist, dann natürlich gehe ich auf Action, Rollercoaster, Achterbahn fahren. Habe ich natürlich richtig Bock drauf und ich denke, es wird ein richtiger Spaß. Nee, Sausen bei Achterbahn, das gibt es bei mir nicht. Also die fahre ich auch 10-mal am Stück, das ist gar kein Problem für mich und darauf freue ich mich jetzt einfach. Ich fand das jetzt, bis jetzt fand ich eine Faszination, weil ich habe noch nie in Orlando Fußball gespielt auch und noch nie hier in den Studios und ich hätte mir das niemals für möglich gehalten, dass wir als Bundesliga-Verein vor so einer Kulisse und gegen Zico spielt und das war für uns alle, denke ich, ein riesiges Erlebnis. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht auch und die ganze Atmosphäre, viele ehemalige Spieler, wo wir früher noch gegeneinander gespielt haben, wiederzusehen von den Nationen. Oder auch die Ajax-Mannschaft, wie zum Beispiel Hundela war da, der Trainer von Ajax war da, von der aktuellen Mannschaft. Und es macht einfach riesigen Spaß und ich denke, Eintracht Frankfurt hat sich auch super verkauft. Binde, dein Fazit. Das Spiel auf Messerschneide, ganz knapp haben wir das Ding verloren. Okay, hätten wir auch mal halten können, ne, das Ding, dann wäre es nochmal weitergegangen, vielleicht hätten wir dann einen Elfmeter reingehauen. Ich denke, wir haben richtig gut gespielt, Paroli geboten. Wir haben gesehen, der große Zico ist vor unserem Zico vorher vom Platz gegangen. Was sagst du? Ja, dafür hat sich ja schon gelohnt, dass ich habe länger spielen dürfen als er. Nein, es war wirklich ein geiles Event und auch natürlich gegen Zico zu spielen auch. Ich habe ihn schon mal, großes Highlight natürlich, ich habe ihn schon mal kennenlernen dürfen. Und das war jetzt nochmal das i-Tüpfelchen, muss ich ganz ehrlich sagen, gegen so große Namen zu spielen, ist immer was Besonderes und war heute ein richtig geiles Highlight, ja. Letztes Mal Ronaldinho, heute Zico. Wer kommt als nächstes in deiner Challenge? Oh je, ich glaube, Christoph Reus dann vielleicht das nächste Mal. Ja, erstmal ist es, glaube ich, schön, dass wir die letzten drei Jahre zum dritten Mal in die USA kommen. Wir schon hier an der Westküste waren, an der Ostküste waren. Jetzt sind wir hier in Florida. Das wird schon Spaß machen, ja. Das wird Spaß machen, diese verschiedenen Kulturen zu sehen. Und natürlich auch für uns als Eintracht Frankfurt. Wir können uns zeigen hier, wir können uns präsentieren. Wir haben nichts zu verstecken, wir können wirklich offenen Herzens jedem mitgeben, was Eintracht Frankfurt eigentlich auch bedeutet. Und man merkt auch, dass die Leute sehr positiv gegenüber uns sind und sehr offen. Aber mir geht es sehr gut, ich kann ja schon viele Teile vom Mannschaftstraining mitmachen, bis auf die ganzen richtigen Spielformen, aber es läuft wirklich sehr, sehr gut. Und jetzt Step by Step will ich natürlich ins Mannschaftstraining einsteigen und ich hoffe, dass jetzt alles so bleibt, wie es gerade ist. Ja, auf jeden Fall wollen wir die Spiele natürlich auch gewinnen und wie gesagt, wir haben schöne Spiele mit schönen Mannschaften sind dabei, Sao Paulo, Flamengo, Ajax, ich denke, es sind super internationale Mannschaften und da wollen wir uns auch beweisen und uns darauf gut auf die Rückrunde vorbereiten.